So, und willkommen zurück bei Pro Evolution Soccer. So, wir starten jetzt in die neue Saison mit Newcastle United. So, also ab zur nächsten Saison. Und da sehen wir nochmal die Zusammenfassung. Wir sind Fünfter geworden. In der Club-Rangliste sind wir runtergefallen. Gut, okay, schaut nicht so gut aus. Dann haben wir drei neue Mannschaften in der ersten Liga. So, wir kriegen ein paar Millionen Euro in die Kasse gespült durch Sponsoren- und Fanclub-Beiträge. Wie, wir spielen Champions League? Habe ich da was verpasst? Wir haben da uns für die Europa League qualifiziert. Was auch, Fokus, das ist gestiegen, da können wir uns jetzt ein bisschen ausbauen. Und wir machen mal Ausdauer. Geschwindigkeit und dann machen wir noch vielleicht, was ist wichtig? Passspiel ist wichtig. Einige Spieler werden die Mannschaft verlassen. Harper, ja, der geht in Trente. Und es steht als nächstes gleich mal ein Freundschaftsspiel und zwar gegen FC Videoton. Kennt ihr das auch? Ach, wir sind in die Playoff-Spiele. Und da spielen wir gegen AS Rom. Und da werden wir gewinnen. Die zwei Spiele, dann sind wir in der Champions League. Ansonsten spielen wir Europa League. Das ist natürlich geil. So, aber wir müssen erst einmal, pass auf. Wir haben 29 Spieler in der Mannschaft. Der verlässt einen Verein. Es wäre noch. Wer geht denn alles? Er da. Den haben wir ausgeliehen. Den haben wir verkauft. Geht sonst noch irgendwo? Da werden einige beobachtet. Gut, Fafan ist kennen wir, den haben wir uns gekauft, das wissen wir noch. Okay, aber ich habe nebenher hab ich schon mal mich ein bisschen umgeschaut auf dem Transfermarkt. Halt, das haben wir verkehrt, das haben wir richtig. Und zwar möchte ich den noch kaufen. Das ist Cher, ein US-Amerikaner, der ist auch vielseitig einsetzbar. Und der ist ja gar nicht so teuer. Das machen wir jetzt einmal. Kohle haben wir vielleicht nur auf dem Konto, das macht uns gar nicht so viel aus. So, dann bewegen wir uns einmal ein bisschen weiter. Und dann haben wir jetzt schon gleich das erste Testspiel. Moment mal, ist der schon weggehört? Er ist immer noch da. Ach so. Bedingungen annehmen. Gut, den nehmen wir an. Den haben wir weiter in den Obertor. So, Aufstellung. Heute machen wir da erinnert. So, die können ruhig in Rot spenden. Dann spenden wir in Weiß. Ben Arthur ist nicht in Form. Steven Taylor allerdings auch nicht. Dann tun wir unser Neuer rein. Wir haben ja einen neuen Verteidiger. Und das ist Andreoli, ein Italiener. Und für Ben Arthur, oder los mit den Spenden. Bleibt ihr drin, nicht?
Gut, das losen wir so. Dann starten wir gleich mal durch. Ja, man sieht schon, ich habe ein neues Ding drin. Neue Scoreboards. So, also los geht's. Gegen Videoton. Keine Ahnung, wo die herkommen. Im Testspiel. Wir sind in der Saisonvorbereitung. Ronaldo läuft. Ja, das war nix. Hier ist der Reis. Oliveira. Und wenn ich mich recht erinnert, haben wir die letzten Testspiele alle ziemlich verkackt. Im Abschluss von der letzten Saison. Dodo. Colucini. So, Ben Arfa. Scheiße, er hat nicht mehr. War aber gar nicht so schlecht, der Einsatz. Fahrfahren, unser neuer Mann, haben wir aus Schalke geholt. Mitrovic. So, Santon passt auf. So, und es gibt die erste Ecke. Ausgeführt durch Dodo. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, geklärt zur nächsten Ecke. Diesmal von Ben Arfa. Masampu. Mitrovic. So, Dembaba hilft hinten aus. Ist ja Torschützenkönig geworden in der letzten Saison. Ronaldo. Ja, Riesenschanze. Und es gibt die dritte Ecke bereits. Wieder nix. Neskens, übrigens unser neuer Mann im Mittelfeld. Ist, glaube ich, Holländer. Und soll ja die fleißig die Bälle verteilen, damit unsere Stürmer Tore schießen können. So, Fahrfahren. Der Peruaner. Oder ist der aus Peru? Monjo. Oder kommt der woanders her? Bin mir jetzt im Moment gar nicht so sicher. Oder was Paraguay? So, ist ja egal. Solange er gut spielt für uns. Nikolic. Ja. Und die erste Chance für Videoton. Und morgen gleich mal das erste Tor. Unser Trainer übrigens mit neuer Frisur. Passend für die neue Saison. Gut, wir liegen hinten noch 30 Minuten. War natürlich nicht so geplant, aber das kriegen wir schon noch hier irgendwie. Und das war die nächste Chance durch Ronaldo, der in der nächsten Saison, also in der Neue jetzt, denke ich mal, so richtig explodieren wird.
Reis. So, weg ist er. Ben Afa, der Flügelflitzer. Kabaya kämpft den Ball. Und Farfang kann sich nicht mehr ganz durchsetzen. Aber wir haben einen Wurf. Colocini. Und Ben Afa jetzt, das ist seine Position. Ja, und da macht er es. Jawohl. Ben Afa mit Gewalt. Und ich hätte erst einmal gemeint, dass er nicht geht. Weil er von der Latten zurückgesprungen ist. So, Moment, das schauen wir nochmal an. Ja, er ist gleich hinter den Latten gesprungen, also hinter der Torlinie. Beim legendären Wembley-Tor war es ja. War nicht andersrum, meine ich. Da ist er knapp vor der Linie aufgesprungen, oder? Ich weiß gar nicht, oder ist er knapp dahinter geworden? Und es gibt 1 Minute Nachspielzeit. Abgeblockt. Immer noch Widdleton. So, den mal hat ein Grul. Gut, das war die erste Halbzeit. 1-1 bisher. Im ersten Testspiel. So, ich weiß nicht, ob ich wechseln mag. Wir können ja alle hernehmen. Also wir können 6 mehr auswechseln. Weil es ist ein Testspiel. Da können wir dann öfters wechseln. Der spielt bloß Stürmer. Okay. Für rechts außen haben wir gar keinen. Florenzi. Mag ich den einen da? Ich lasse mal. Wir wechseln erst ein bisschen später aus. So, Anstoß zur zweiten Halbzeit. Fahrfahren. Und Ben Afa, der Franzose. Oder ist es ein Franzose? Ich weiß gar nicht mehr. Das habe ich schon ewig lang nicht mehr mit Newcastle gespielt. Zuletzt haben wir ja einen Afrika Cup gehabt. So, der Keeper hat ihn. Kein Foulspiel. Neskens. Kabay, der Kapitän. Dodo. Ronaldo mit der Chance, mit der nächsten. Und wieder Ben Afa, es geht viel über links. Masampu wieder, der Torschütze zum 1-0. Verliert wieder. Andreoli. Und Jefferson Fafan, der Flügelflitzer.
Au. Ja. Hätte eigentlich drin sein müssen. Das Torball auch. Ronaldo schießen gegen Pfosten. Dafür scheitert Ben Arfa. Gut, Dembaba wieder. Unser bester Stürmer. Ja, das war das erste Foulspiel. Bisher war das Spiel ja ziemlich fair. Und Videoten, die wechseln gerade sehr fleißig aus. Kappen wir übrigens auch mal, oder? Ronaldo. So, jetzt wechseln wir mal. Und zwar geht Ben Affa raus. Dafür kommt Florenzi. Ansonsten mag ich eigentlich nicht wechseln, oder? Lassen wir es so dabei. Kabaya kämpft den Ball. Ja, das war natürlich jetzt richtig, wenn er den noch erwischt hätte. Dodo. Renato Netto. Immer noch. Das war viel Pass. Davies jetzt. Reis wieder. Faustabwehr, der war ganz knapp. Ronaldo Omar ist Ben Arfa ganz einsam. Erwischten aber nicht gleich. Ja, das war eine gute Abwehr. Das war ganz gut. Und jetzt geht Ben Arfa ober. Es kommt Florenzi. Der junge Italiener. Ich weiß nicht, wo haben wir denn her? Aus Rom? Na, aus Rom haben wir einen Destro. Und einen Dodo. Florenzi haben wir irgendwo anders her. Immer noch Fahrfahren. Dodo. Naja, Dembaba weit drüber. Das kann er besser. So, jetzt könnte man nochmal wechseln. Und zwar bringen wir jetzt unseren jungen Spieler, Destro. Und hinten links könnte man vielleicht mal Ryan Taylor bringen. Ein bisschen so, ja, durchprobieren. Und vielleicht haben wir den noch einer. So, dann passt es. Nikolic. Masambu. War kein Foulspiel. Aber das war ein Foulspiel. Pass auf, wo hau ich denn hin? Der Firi. So, hinten rundum.
Weil vor nichts geht. 2 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht eine Chance noch. Nochmal Einwurf für Videoton. Davy ist jetzt rechts ganz frei. Gut, der Schiedsrichter beendet. Der Endstand ist 1-1. Hätte besser laufen können. Aber man kann eigentlich zufrieden sein. Und wir haben eine Einigung. Und 8 Spieler sind in der Nationalmannschaft unterwegs. Und es ist wirklich, Fafan ist wirklich Peruaner. Also nicht Paraguay. So, Cici ist verletzt.